Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem wirklich, wirklich mehr als genialen Spiel. Eieiei. Sons of the Forest. Das Spiel, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe nie den ersten Teil richtig gespielt. Ich glaube, den ersten Teil müssen wir auch theoretisch mal spielen, um irgendwie den Kreis zu schließen. Guck mal, wir sind nicht mehr alleine. Kann sogar durchs Feuer laufen, so wie es ausschaut, beinahe. Wir. Sie hat übrigens drei Beine und drei Arme, also auch drei Arme. Also sie ist irgendwie. Was ist hier passiert auf der Insel? Was? Vor allem diese Firma. Vor allem diese Firma Puff. Puff Corporation. Ist die irgendwie. Ist das die Firma, die hier überall gebaut hat? Die moderne Technik? Sind die, stecken die irgendwie dahinter? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Könnte sein. Es gibt in vielen Spielen ja so große Firmen, ne? Naja, Fallout oder Resident Evil, Umbrella und alle heißen, ne? Vaultech. Und gehört da jetzt Puff jetzt hier auch zu? Reiht sie sich dazu? Könnte sein. Finden wir die Eltern von ihr auch noch? Sind die auch mutiert? Und sind das vielleicht Gegner? Also sind die jetzt nicht so. Also sie ist ja jetzt mit uns hier angebandelt. Mit der Mutter. Was ist mit dem Vater? Oh Mann, bin sehr gespannt, was da noch kommt. Gut, wir wollten jetzt ja losziehen in Richtung Höhle, da wo ich mal drin war. Höherer Vorschlag, ich bin gerade hier unten, ne? Die Höhle war, glaube ich, da in diese Richtung. Ich würde da ganz gerne schauen, dass ich noch zu diesem. Wer ist es? Ich komm da jetzt gar nicht drauf, verdammt. 3D-Drucker, also zum 3D-Drucker mich nochmal aufmache. Die Feldflasche hole. Das macht echt, glaube ich, sehr viel aus, wenn ich dann plötzlich dann auch eine Feldflasche mit Wasser dabei habe, wenn ich Höhlentouren mache. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich das mache. So, das ist der Kreis. Ist das dieser Kreis? Hier mal in diese Richtung. Auf jeden Fall war es ein grüner Kreis. Wer ist es, dieser oder ist einer der Höhe? Was höher. Gehen wir in diese Richtung. Also die Feldflasche möchte ich ganz gerne haben. Die ist schon sehr praktisch. Da kann man immer schon Wasser reinfüllen, ne? Für so eine Touren wie Höhlentouren, glaube ich, sehr praktisch. Deshalb gehen wir mal auf die Suche nach dem 3D-Drucker. Haben wir eigentlich. Ich glaube, dafür brauchen wir auch diese Munition hier, ne? Hier diese Druckerharze, ne? Das brauchen wir dafür, glaube ich. So, wir gehen mal in diese Richtung. Sie kommt auch mit, ne? Cool, jetzt haben wir zwei Begleiter. Wenn wir jetzt also nicht friedlich spielen würden, hätten wir jemanden, der uns noch mitbeschützt. Wahrscheinlich hat sie auch unendlich Munition. Das kann natürlich auch sein. Haben ja viele NPCs in so Spielen. Oder man muss ihnen nur eine Kugel geben, dann haben die unendlich drauf. Müssen wir mal ausprobieren. So, dieser Punkt da, den sollten wir mal versuchen. Das könnte da sein. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. In diesem Durchlauf. In diesem Let's Play quasi. Da hinten ist noch eine weitere Höhle. Es gibt also ein paar Höhlen. Ich glaube, in den Höhlen kann man, glaube ich, immer irgendwelche besonderen Special-Gegenstände finden. Entweder Waffen oder Werkzeuge oder so, irgendwie sowas. Deswegen sollten die Höhlen alle abgehen. Wo wir dann uns weiterhin unsere kleine Behausung kümmern. Man kann sich ja auch so eine eigene Hütte bauen. Aus den ganzen Baumstämmen. Man muss ja nicht die vorgefertigte Blockhütte nehmen. Man kann ja auch so eine eigene Hütte bauen. Was schon sehr cool ist. Das ist schon sehr cool. Das würde ich dann am Ende dann, wenn wir hier alles erkundet haben, auch mal ganz gerne in Angriff nehmen.
Vielleicht der gleiche Ort, wo wir jetzt sind, oder vielleicht ein anderer Ort. Mal sehen. Wenn wir hier noch einen anderen Ort finden, können wir ja dahin gehen. Ach, sondern wir hier. Mitten im Wald. Mitten im Wald. Das ist aber... Oh, wahrscheinlich Kettwiese, die wir vergessen. So, wir nähern uns den grünen Punkt. Ich hoffe, das ist der richtige. Und mit den grünen Punkten mal schon ein bisschen durcheinander. Dann bin ich plötzlich wieder da, wo ich plötzlich mal war. Also schon mal war. Aber es ist ein großartiges Spiel. Wahnsinn. Was die Entwickler sich da geleistet haben. Ich schon sagen. Ja. So, bin gleich da. Mal sehen, ob das dieser Ort ist. Wenn man mit dem Hubschrauber in den Baum landet, wenn man da so schwebt, dann ist das, glaube ich, der Punkt, der am nächsten ist. Den man erreichen kann. Wo ist das der Ort? Vielleicht dahinter. Unten vielleicht. Ja, okay, da ist der Wagen. Also ein Wagen. Das... war ein Stein, okay. Okay, da müsste hier die Höhle sein. Das müsste der Ort sein, ne? Das müsste der Ort sein. Oder es ist wieder dieser Ort, wo es die Vorräte gab. Verwechsel ich gerne mal in der Runde. So. Wir haben uns eine Höhlentour vorgenommen. Ein bisschen Höhle haben wir hier auch. Ein bisschen Höhle haben wir hier auch. Ah, es ist genau der richtige Ort. Es ist genau der Ort, den wir wollten. Der richtige Ort für den 3D-Drucker. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann rüsten wir uns mal ein bisschen aus. Geht das immer gut. Oh ja, für den Bogen können wir üben. Ja, geil. Ja, mega. Können wir bei uns irgendwo aufhängen und dann können wir damit irgendwie mit dem Bogen drauf schießen. Weil ich glaube, der Bogen ist noch nicht so ganz, wie es sein soll, glaube ich. Muss ich, glaube ich, sehr dran gewöhnen. Was ist das denn? Tim LeBank, Paralleluniversum. Keine Ahnung. So. Wir haben noch ein paar Pfeile. Wäre ja richtig gute Pfeile. Auch gut. Hier können wir pennen. So. Klebeband ist auch immer gut. Und nochmal ein bisschen Druckerharz. Dann können wir uns ja eine Menge bauen hier. So. Gucken wir mal. Wir bauen uns erstmal die Trinkflasche. Erstmal die Trinkflasche. Sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht. Jeder sollte einen 3D-Drucker haben. Jawohl, sehr schön. Und jetzt haben wir sie. Cool. Kannst bestimmt noch eine bauen. Können wir uns noch eine bauen? Ist das richtig? Probier's mal. Wow. Ja, warum nicht? Wasser ist wichtig. Gerade in der Höhle. Wasser ist sehr wichtig. Es gibt Orte, da ist nicht zufälligweise irgendwo ein Fluss oder so. Also eine zweite können wir uns ja mal leisten. Haben wir die jetzt? Haben wir jetzt zwei? Oder geht nur eine? Ja, das wäre aber assi. Das wäre aber blöd jetzt. Wir haben eine zweite gemacht. Okay, der hat nur eine gespeichert, so wie es scheint, oder? Boah, assi. Assi. Das hat nur eine gespeichert, aber echt assi. Das ist aber assi. Hat er die hier drauf gepackt?
Da ist einer. Okay, warte. Warte, 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 warte. Man kann nämlich jetzt, wenn man jetzt die Taste I gedrückt lässt, den Rucksack für die Schnellstarte dann laden. Da kann man ganz schnell hier zur Axt gehen und so, ne? Oder zur Schleuder. Habe ich bis jetzt nie, das habe ich irgendwie verpeilt. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Einfach gedrückt lassen, dann kann man ganz schnell hier hin und her wählen. Ah, jetzt haben wir doch zwei, oder? Warte. Haben wir jetzt zwei? Ne, weiterhin nur einer. Schade. Na gut, da können wir ja doch. Was haben wir denn da? Wir haben die Fackel. Den Speer würde ich gerne nehmen. Fackel entfernen. Die Axt. Zwille. Und Flasche. Das haben wir sehr gut vorbereitet. Na gut, warum nicht? So, also man kann nur eine bauen. Schade. Eine Maske. Enterhaken. Enterhaken. Sollte man es bauen? Pechmesh. Schlitten. 1000 Milliliter, okay. Und Pfeile kann man bauen. Machen wir mal die Maske. Wir machen uns mal eine Maske. Damit kann man wahrscheinlich die Eingeborenen, die Mutanten ein bisschen erschrecken. Verschrecken. Oder uns selber irgendwie. Uhuhuhu, ich bin's. Na gut. Okay, den Enterhaken machen wir uns auch. Zwei Stück sogar. Immer. Kombiniere. Ich kombiniere. Seilrutschenseil. Hä? Hm? Ach so, man kann man. Ah, so kann man das herstellen. Okay, ich verstehe. Kann man sich ein Seilrutschenseil herstellen? Ah, die Animation ist ja super. Die ist so super, die Animation. Haben wir gleich vier Stück bekommen. Also das kann man finden oder auch so herstellen. Hier ist noch ein so ein Crafting-Gegenstand. Okay, alles klar. Techmech. Pfeile 50. Pfeile sind natürlich nicht schlecht, ne? Pfeile sind natürlich nicht schlecht. Ich hab doch. Hab ich nicht. Dieses Druckerharz, hab ich das. Ich nicht gedrückt lassen, verdammt. Einmal I. Was macht das denn jetzt hier eigentlich? 600. Macht das automatisch da rein? Macht das automatisch da rein? Machen wir das mal hier. Was warm haben wir? Was warm haben wir? Was auch immer das macht. Techmesh. Neue Anleitung. Ohne Rüstung. Das können wir sogar bauen, oder? Batterien. Grafikkarte. Das müsste hier Draht sein. Techmesh ist wo? Belegt. Da ist die Maske. Wo ist das denn? Wo ist das hinten abgelegt? Sehe ich gerade nicht.
Oder habe ich es noch nicht genommen? Hä? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ach so, da ist die andere. Man kann nur eine tragen, scheinbar. Aber wie blöd. Ach, wie blöd. Aber wo ist denn das Tech-Mech? Ich sehe es nicht. Ich kann es gerade nicht sehen. Irgendwo hier drin? Armbrustbolzen, okay. Weiß es auch nicht. Münzen. Boah, cool. Mega. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Das ist schon cool gemacht. Aber ich sehe nicht das Tech-Mech. Da ist es doch. Hier ist es doch. Ach, da. Neon, okay. Dann einmal Draht. Dann haben wir einmal. Naja. Das ist Klebeband, ne? Das ist, glaube ich, Klebeband. So, Klebeband. Einmal das und einmal Batterien. Und schon können wir uns eine Tech-Rüstung bauen. Boah, cool. Tragen. Wow. So einfach geht das. Gut, haben wir das. Okay. Wir können uns noch ein paar Pfeile erstellen, würde ich vorschlagen. Schlitten. Das heißt, kann man da wahrscheinlich Gegenstände drauf ziehen, oder? Kann das sein? Kann man da vielleicht Gegenstände reintun? Ah, so geht das. Also, so kann man aufladen. Ah, ich verstehe. Man kann aufladen. Ich verstehe, mit E. Man kann mit E aufladen. Ja, diese komische Flasche nervt. Okay, haben wir jetzt alles verbraucht? Haben wir jetzt alles verbraucht? Oh ja, wir haben alles verbraucht. Wir müssen noch weiteres finden. Wir brauchen also noch Respawn. Wir brauchen da echt noch ein bisschen Respawn. Dann können wir uns das hier weiterbauen. Na gut. Gut zu wissen. Also müssen wir nochmal auf die Suche gehen nach Druckerharz. Na gut. Machen wir das. Ich denke, das Wichtigste haben wir. Die Trinkflasche. Sollten wir eine verlieren, haben wir ja noch eine. Ich kann nur eine tragen. Mann, ein Blödsinn. Bisschen Geld und eine Uhr und ein Ort, wo man nicht reinkommt, weil eine Keycard fehlt. Da geht wahrscheinlich die Story weiter, vermute ich mal. Okay. Gut. Haben wir Dunkelheit draußen oder kann man hier pennen? Mal kurz nach, ob es draußen dunkel ist. Na, Symbol, bitte komme. Symbol, da bist du. Da ist noch hell draußen, okay, passt. Sehr gut. So, das war gut. Jetzt waren wir auf jeden Fall bei unserer Heimat, ist wo? Unser Haus ist in dieser Richtung. Gehen wir da mal hin. Guck mal, unsere Rüstung. Was kann die eigentlich? Also wir haben schon so ein paar Rüstungen, ne? Blätterrüstung, Knochenrüstung. Jetzt haben wir Tech-Rüstung.
ist schon sehr gut ausgestattet. So, wir gehen jetzt zurück nach Hause. Dann werden wir in der nächsten Folge mal dorthin gehen, wo wir... Alter, was ist denn hier los? Hier ist ja immer... Irgendwas ist hier immer zu finden. Hier ist immer irgendwas zu finden. Okay. Verlassen diesen Ort. Trinken mal kurz was, wenn es geht. Gut, auf nach Hause. In der nächsten Folge gehen wir dann dahin, wo wir dann hin wollten. Diese Höhle, die wir damals betreten haben, aber irgendwie nicht weiterkamen. Weil der Kollege nicht drüber springen konnte. Da muss noch irgendwas anderes sein. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Ich habe da irgendwas übersehen. Deswegen werde ich da mal hingehen. So, wir brauchen also noch ein bisschen von den Druckerharz. Das müssen wir noch irgendwo finden. So, und wenn hier irgendwo... Wenn der Loot immer wieder kommt, dann sollten wir es ja eigentlich finden können irgendwo. Dann wird das wahrscheinlich irgendwo zu finden sein. Nachträglich, ne? Da bin ich ganz von überzeugt. Sehr sicher von überzeugt. So, haben wir einen schönen kleinen Ausflug gemacht. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Haben wir immer eine kleine Höhlentour gemacht. Mal sehen, in den nächsten Folgen machen wir dann die andere Höhlentour. Hoffe ich doch. Gucken, ob ich da einen Weg finde, weiter durchzukommen. So, eine Trinkflasche haben wir jetzt. Die können wir jetzt mit Wasser füllen. Es war einfach besser so. Mit einer Trinkflasche unterwegs zu sein, ist schon besser. Vor allem in Höhlen. Das ist einfach nur praktisch. Oh nein. Geh mal weg. Boah, Alter. Boah. Das ist die Rüstung. Wow, das ist die Rüstung. Es leuchtet mir wie ein Weihnachtsbaum. Es leuchtet mir hier wie ein Weihnachtsbaum. Krass. Der ganze Loot ist wieder da. Fassbar, aber gut. Das ist guter Loot. Das ist guter Loot. Den nehme ich gerne mit. Ich glaube, damit wollen sie einen anlocken, ne? Den Zickdingern. Ich glaube, damit wollen sie einen, glaube ich, anlocken. Seil, Stein collected. Seil ist voll. Und schon wird es voll hier. Und schon ist es hier dunkel wie in der Nacht. Ich benutze mal kurz die Taschenlampe, weil es hier so dermaßen dunkel ist. Und ich kann nur eins gleichzeitig tragen. Das ist aber auch blöd. Warte mal. Oder geht das jetzt? Warte mal. Vielleicht jetzt, wo die Axt weg ist. Ach Mist, das geht nicht. Ah, toll. Welche Rüstung? Welche Richtung muss ich gehen? Diese Rüstung, diese Richtung muss ich gehen. Okay, dann machen wir es jetzt so. Ich gehe in diese Richtung weiter. Ohne mich ablenken zu lassen. Irgendwie komme ich schon nach Hause. Ich werde mich nicht ablenken lassen. Da ist schon... Ah, okay. Wir sind gleich da. Da ist der Wasserfall. Wir brauchen nur hier lang zu gehen.
Da sind wir schon da. Home Sweet Home. Sollten gleich das ewige Feuer sehen. Sollten gleich das ewige Feuer sehen. Oh, ist das cool. War echt saudunkel. Saumäßig dunkel hier. Wir sollten eigentlich gleich so nach Hause kommen. Hoffe ich. Sollten eigentlich nach Hause kommen. Bei dem Mond, cool. Mega. Da ist unser Haus, ich sehe es schon. Mega, das sieht so cool aus. Das ewige Feuer. Was so schön. Kriegen wir jetzt keinen Stromstoß, wenn wir jetzt hier so elektrisch rumschabenzeln. Wir sind ja jetzt sehr elektrisch. Gut, Freunde, könnt ihr mal Kommentare schreiben, wie ihr es fandet, mit Tipps, Tricks, Anregungen und Ideen. Würde mich sehr freuen. Und guck mal, ja, ist noch mal kurz nicht da. Holt sich die Natur alles wieder zurück. Man spielt auch friedlich. Da kommen nicht die Mutanten, sondern die Tiere. Boah, ist das schön gemacht. Oh nein, wie cool. Boah, ist das cool. Wir müssen die jagen, ne? Wir müssen die jagen irgendwann, weil man dadurch auch Rezepte bekommt. Wir brauchen Tierhaut und so. Boah, ist das cool. Bambi. Ich mag meine kleine Hütte. Klein, aber fein. Und mein. Wie sieht's hier aus? Das ist auch so cool hier mit den Vögeln. Mega. Immer schön Federn, ne? Ich kriege immer schön Federn. Eine schöne kostenlose Art und Weise. Aber das hier klappt, glaube ich, nicht so wirklich, oder? Aber das ist nicht so wirklich funktionstüchtig. Ne. Die klappt, das... Ach, guck mal, mit den Schmetterlingen und so. Cool. Ich glaube, die Kleintierfall... Oh, das war's drin, oder? Oh, guck mal. Ist da was drin? Okay, ist zugegangen. Schade. Muss man da irgendwas reinlegen? Ob man da was reinlegen muss? Gute Frage. Wo sind eigentlich die beiden anderen? Ah, okay, sie kommen. Also, okay. Gut, das war eine kleine... weitere Folge von Sons of the Forest. Hat mir Spaß gemacht. Echt super cooles Spiel. Macht wirklich sehr großen Spaß. Ob wir hier was, ob wir uns hier ein Haus bauen oder woanders. Also hier wird es sich wahrscheinlich anbieten, weil es ja schon ein flaches Gelände ist. Aber wir können ja woanders was aufbauen. Vielleicht am Strand oder so. Können wir uns auch ein Haus am Strand bauen. Jetzt aus. Nehmen wir was zu uns. Das dauert ein bisschen länger hier, ne? Das dauert schon. Man muss immer auf Vorrat hier Fische haben. Was schon eine Zeit lang dauert. Oder man brät sie dann hier ganz schnell am Feuer. Ich hoffe, die wären nicht schlecht.
hoffe, die wären nicht schlecht. Noch mal einen Schluck trinken, aber brauchen wir eigentlich nicht. So, okay. Gut, das war die Folge mit dem 3D-Drucker. Ah ja, warte mal. Ich mal eben kurz gucken. Jetzt ausrüsten. Ah, cool. Animation ist einfach nur mega cool, das Spiel. Animation haben die echt cool gemacht. Da ist jetzt mehr dran. Der macht immer mehr dran, ne? Vor allem den stinkenden Fisch hier. Egal, lassen wir so. Gut. Nächste Folge geht's dann, wahrscheinlich ist es... Es müsste... Diese Höhle sein, da geradeaus. Die Höhle müsste es sein. Da, wo das GPS-Signal ist, in der Nähe. Was wir ja schon mal eingesammelt haben. Aber was immer wieder neu respawnt. Ja, nächste Folge geht es dann genau dahin. Da gucken wir mal, ob wir da irgendwas übersehen haben. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nächste Folge geht's weiter. Da geht es dann wahrscheinlich eine richtige, schöne Höhlentour. Jetzt sage ich bis dahin. Ciao und tschüss. Gerne mal Kommentare schreiben. Einen Daumen oben da lassen. Mich sehr freuen, wenn du ja richtig schön was reinschreibst. Das zeigt mir nämlich, dass du meine Videos magst und gerne auch mal hier. Machen wir Pause. Das zeigt mir nämlich, dass du meine Videos magst und ja, dich hier mit einbinden willst in die Community, würde mich sehr freuen. Ja, dann sage ich jetzt bis dann, ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Zur großen Höhlentour. Mit ihm hier. Und ja, leider kommen sie nicht mit in die Höhle. Aber er freut sich richtig. Richtig glücklich. Wenn er nicht diesen komischen Blick drauf hat manchmal. Naja, egal. Also, mach gut. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.